Die Parkplatzsuche in Junz in der Nähe des Hotels Eden gestaltet sich, wie schon gelesen, nicht ganz einfach. Unser Ziel ist die Nestspitze respektive die Hauser Spitze, die bei einer Brücke rechts des Hotels Eden beginnt. Die nordseitige Ausrichtung der Tour lässt noch auf Pulverschnee hoffen. Es ist wolkenlos, aber es ist auch ordentlich kalt. Nach der Überquerung des ersten Wiesenhanges muss man sich erst einmal entscheiden. Folgt man kürzer und wesentlich steiler direkt der Waldlichtung nach oben? Oder nimmt man die Rodelbahn, die nach links wegzieht? Die Bedingungen sind gut, so wählen wir den direkten Aufstieg über die Lichtung. Bei einer kreuzenden Forststraße sehen wir es dann aber vor, dieser ein Stück nach rechts zu folgen, um dann bei einer weiteren Lichtung gemütlicher aufzusteigen. Eine weitere, allerdings sehr flache Forststraße bringt uns dann leicht oberhalb der Höllensteinhütte nach links zurück und wir treffen auf die Spur, die man auch von der Rodelbahn aus erreicht, respektive durch den zweiten Teil der steilen Lichtung. Welche Aufstiegsspur man am besten wählt, hängt natürlich stark von den Verhältnissen ab. Wir folgen nun im Weiteren der Ausschilderung Richtung Kreuzjoch. Die Spur führt hier rechts an einer Birkhuhn-Auerhahn-Schutzzone vorbei. Sonnenseitig hatte der Schnee bereits einen Deckel. Lautstark machte eine Gruppe Tannenhäher auf sich aufmerksam. Und gerade heute hatte ich dummerweise mal wieder die große Kamera im Auto gelassen. Auf ca. 2000 Meter Höhe wenden wir uns dann leicht rechtshaltend auf das lange Wandkar zu. Gegenüber gibt es zwei leichte Tourenziele für schlechtes Wetter bzw. bei hoher Lawinengefahr. Heute passt das Wetter, auch wenn schon erste Wolken heranziehen. Und die Abfahrtsspuren sehen vielversprechend aus. Wobei sich die Abfahrtsspuren alle in der Mulde halten und rund um die Aufstiegsspur noch viele Steine aus dem Schnee herausschauen. Am Horizont kann man schon das Gipfelkreuz der Hauser Spitze erkennen. Im Norden scheint noch die Sonne, während auf der Südseite sich die Wolken immer mehr verdichten. Jetzt kommt auch das größte Hindernis, der Abschluss des Lange-Wand-Kars mit dem felsdurchsetzten Steilaufschwung ins Blickfeld. Da sind wir gespannt, wo es am besten auf den Grat hinausgeht. Ist gut, ja. Es wird ordentlich steil und wir legen zur Sicherheit die Harscheisen an. Und das war nicht verkehrt, denn es hatte ein paar Stellen, die unangenehm glatt und hart waren. Die letzten Höhenmeter bis zum Skidepot bewältigen wir dann zu Fuß. Am Grat empfängt uns ein eiskalter Wind und wir nehmen gleich die letzten Höhenmeter hinauf zum Gipfelkreuz in Angriff. Ein bisschen Vorsicht war hier angesagt. Der weite Weg auf die Nestspitze würde dann noch einmal ordentlich Zeit in Anspruch nehmen und erfordert leichte Kraxelei. Dafür ist es uns heute zu kalt. Das Panorama mit den hohen Zillertaler Bergen lassen wir uns aber nicht entgehen. Der Blick hinüber zum Rosskopf und zur Realspitze. Kalt, nichts wie hinunter zum Skidepot. Vom Skidepot sind wir die ersten Meter vorsichtig durch die Felsen abgerutscht, bis wir die obere Kante des ersten Pulverschneehanges erreicht haben. Gut. Im K waren die Bedingungen dann wieder wesentlich besser. Kaum mehr Wind und die hohen Wolken behinderten die gute Sicht kaum. Na genau. Der Pulver war perfekt, man musste sich allerdings an die Rinnen halten, um nicht einen der am Rand liegenden versteckten Steine unter dem Schnee zu erwischen. Da quält man sich so rauf und ist da so. Trotzdem ließ sich häufig noch eine eigene Spur finden.
Fast noch einmal besser wurde die Abfahrt nach Verlassen des Langewandkars. Die Schneeauflage war etwas tiefer und die fahrbaren Hänge breiter und es lauerten keine Steine mehr unter dem Schnee. Johannes versucht dabei, jede Sprungmöglichkeit mitzunehmen. Wir versuchen, jedes Sprungrisiko zu umfahren. So erreichen wir bald wieder die Höllensteinhütte. Bei den guten Verhältnissen wählen wir für die weitere Abfahrt die beiden steilen Waldschneisen. Für den Aufstieg wäre die erste bzw. im Aufstieg zweite Schneise wieder ordentlich steil geworden. Oh, weg war er. Man kann natürlich auch gemütlich über die Rodelbahn abfahren. Lassen wir es gemütlich auslaufen. Und der gute Schnee bleibt uns auch auf den letzten Metern erhalten.